Auf ins Finale der ADAC TCR Germany am Sachsenring. Den Titel machen drei Fahrer unter sich aus. Max Hesse mit 3 Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Harald Protschik und 4 vor Antti Buri im Auto. Total aufgeregt, ja, Wahnsinn. Es arbeiten alle auf den Erfolg hin, aber man weiß es nie. Wir sind im Motorsport, da kann so viel passieren und wir hoffen einfach das Beste. Noch sind wir führend in der Meisterschaft und hoffen natürlich, dass wir uns bis zum Ende halten können, aber wird schwierig. Was war das denn für ein Finale? Ich werde bekloppt. Buri und Hesse gehen Seite an Seite über die Ziellinie. Ich höre gerade aus der Regie, Max Hesse ist der neue Meister ADAC TCR Germany. Mit 18 Jahren der jüngste Meister in der Geschichte der TCR Germany. Riesen Applaus ihrerseits, liebe Motorsportfreunde, verdient. Du hast es geschafft, mein Junge ist Meister. Ich glaube, ich bin im Rennen 10 Jahre gealtert, wobei das kaum mehr möglich ist, aber trotzdem. Das war echt schon hardcore. Als es endlich klar war, dass wir das Ding gewonnen haben, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Solche Tage hat man nicht so oft, wo man wirklich erstmal überlegen muss, ist das jetzt wirklich wahr? Und das war unbeschreiblich. Eine tolle Teamleistung und die hat sich ausgezahlt. Ja, mega Gefühl. Ich war sprachlos. Ich durfte ja davor schon ein paar Siege feiern, aber dieser war einfach sehr, sehr besonders. Team Hengst ist eine Familie. Wir fühlen uns wie eine Familie, egal welchen Nachnamen wir tragen. Team Hengstler ist Zusammenhalt, ist ein super Verein, viel Erfahrung, tolle Leute, absolut professioneller Motorsport. Das geilste Team der Welt.